Hallöchen, meine Lieben, ich bin's euer Thomas, aka Sparkojote. Heute geht's wieder los mit dem Dividendendienstag, wie immer pünktlich um 18 Uhr. Sobald der Johannes auch drin ist, legen wir auch direkt gleich los. Ich freue mich schon riesig aufs heutige Thema, das wird super spannend. Wir reden ja so ein bisschen über die Vor- und Nachteile der Dividenden, die man monatlich bekommt, was da so für Unterschiede herrschen können, wie das Sinn macht und so weiter. Das wird sehr spannend. Sobald der Johannes drin ist, legen wir gleich los. Er ist auch schon drin. Das heißt, ich lade ihn auch gleich ein für die heutige Session. Das müsste jetzt gleich soweit sein. Sparkoyote, ich grüße dich, wünsche dir da einen schönen Abend und auch all den Zuschauern zum Dividendienstag. Hallo Johannes. Ich Hallo. hoffe, es geht dir gut. Du hast ja so ein Nickerchen noch gemacht, bevor es hier jetzt erst richtig Ja, losgeht, dass du auf da jeden auch. Fall. Dass man Auf da auch jeden schön ready Fall. ist. Das war absolut nötig. Wir waren unterwegs heute und wir sind gerade erst nach Hause gekommen und ich bin eigentlich mega fertig, aber ich habe mich jetzt noch ein halbes Stündchen hingelegt und gebe natürlich für den Dividendendienstag wieder alles hier. Ist ja klar. Wir haben ja auch heute auch ein super cooles Thema und zwar geht es wieder so in die Richtung monatliche Dividenden. Was sind da so die Vor- und Nachteile? Vielleicht greifen wir mal vorweg. Wir bekommen beide monatlich Dividenden, oder? Ja. Also wir haben beide keinen Monat, wo keine Dividende reinkommt. Das heißt, wir sind natürlich schon eher für monatliche Dividenden, aber wir möchten doch nochmal heute das Ganze differenzierter betrachten, was da für Unterschiede sein können für diese verschiedenen Strategien. Bevor wir aber, glaube ich, loslegen, möchten wir noch eine Ankündigung machen. Nämlich, ich habe mir jetzt endlich den iMac geholt. Das bedeutet, wir können den Dividendendienstag ab nächste Woche wahrscheinlich auch auf YouTube parallel dazu machen. Das heißt, der Dividendendienstag sollte im Idealfall, wenn alles funktioniert, ab nächster Woche auf YouTube live sein und auch auf Instagram. Ja, also das werden wir später nochmal auch sagen für die Leute, die später nochmal joinen. Aber einfach, dass ihr dann schon wisst, nächste Woche, wenn alles gut läuft, sind wir auch auf YouTube Sind wir live auf unterwegs. Ja. YouTube? Es wird richtig krass, weil es werden natürlich wahrscheinlich viel mehr Leute dann Ja. dort auch noch zuschauen, Definitiv. weil wir sind halt eigentlich Finanz-YouTuber Genau, und ja. Instagram ist also bei mir halt hauptsächlich nebenbei. Ja. Du bist auch sehr aktiv natürlich, aber ich denke, auf YouTube das Ganze nochmal ganz andere Ausmaße dann annehmen und wir werden viel mehr natürlich dann auch noch, es werden viel mehr Kommentare kommen, viel mehr Austausch natürlich noch mit der Community. Fürs und dagegen und ne, überhaupt Pro und Contra Dividenden wird Ja, wahrscheinlich dann währenddessen die ganze das wird Zeit spannend. diskutiert. Das wird Ich spannend. denke auch, es wird auf jeden Fall ziemlich spannend. Ich kann ja auch schon ankündigen, ich habe für Februar oder März irgendwann, wenn es läuft, oder vielleicht auch erst im April, auch dann einen Spezialgast, wenn es dann auf YouTube läuft, gebucht sozusagen. Das ist dann der Thomas von Finanzfluss. Der wird dann auch mal bei einer Session dabei sein und dann können wir dann über das Thema Dividenden schön zu dritt diskutieren. Ja. Vom Thomas von Finanzfluss kriegen wir auch, glaube Genau. ich, ganz gut Kontra. Da Genau. müssen Ja, wir dann eben, die er ist, Dividenden gut verteidigen. genau, er hat schon gesagt, er wird dann die Kontraseite übernehmen. Aber Das das ist wird, sowieso klar, ja. da, in ein paar Monaten könnt ihr euch drauf gefasst machen, das wird sicherlich eine coole Runde. Aber ich Ich würde denke auch. sagen, wir legen doch direkt mal los mit dem heutigen Thema, also pro kontra monatliche Dividende. Und willst du da mal den Anfang machen? Wollen wir mal so ein bisschen die schönen Seiten erstmal hervorheben, weil ist ja natürlich auch Teil unserer Strategie, monatlich Dividenden zu erhalten. Klar, also ich kann gerne den Anfang machen. Ich habe mir überlegt, wie fängt man so eine Folge am besten an? Und ich habe mir überlegt, wie man kann erstmal besprechen, wie man überhaupt solche monatlichen Dividenden bekommen kann. Und mir sind zwei verschiedene Hauptwege eingefallen. Erstens, man kann natürlich Aktien kaufen, die direkt eine monatliche Dividende, also jeden Monat wirklich was ausschütten. Das sind nicht viele. Das sind zum Beispiel US-REITs, ja, Real Estate Investment Trust aus den USA. Das sind zum Beispiel diese Business Develop Companies, BDCs, Genau. auch aus den USA. Und in Kanada sind monatliche Dividenden auch weiter verbreitet als in jedem anderen Land.
so wie ich das aufgeschnappt habe bisher und mitbekommen habe. Das ist natürlich die erste Methode, wie man monatliche Dividenden bekommen kann, mit auch nur einer Aktie, mit nur einem Investment. Ist die einfachste Möglichkeit, wenn man es wirklich darauf abgesehen hat, das so zu machen. Eine Aktie, die 12-mal im Jahr ausschüttet. Die zweite Möglichkeit, und das ist das, wie wir wahrscheinlich dann auch monatliche Dividende erreichen, ist mit einer Mischung von verschiedenen Aktien, die zu verschiedenen Terminen auszahlen. Ne? Also in den USA zahlen die Unternehmen alle alle 3 Monate, also Monate, jedes Quartal, quartalsweise, genau, genau, ja. 4-mal im Jahr, so ist die Zahl. Und die Zahlen, die haben aber nicht alle die gleichen Monate oder Ausschüttungstermine, sondern die sind versetzt, zeitversetzt, monatsversetzt. Und wenn man jetzt die Aktien kombiniert oder auch mehrere im Depot hat, ob das jetzt geplant ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Man kann das natürlich so planen, muss aber nicht. Je mehr Aktien man davon hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass tatsächlich dann man jeden Monat irgendwann was ausgeschüttet bekommt. So. Es gibt noch eine Frage. Gibt es Ja. ETFs, die monatlich ausschütten? Ich kenne nur quartalsweise ausschüttende. Ich weiß nicht, ob es da monatliche ausschüttende ETFs gibt. Ist mir auch nicht Wahrscheinlich, bekannt. vielleicht schon, aber ich kenne jetzt nur quartalsweise ausschüttende. Das ist so das höchste aller Gefühle. Und dann ist es Richtig. halt meistens so, oder interessanterweise, dann kann man halt, das kann man auch mit Aktien machen, dann braucht man theoretisch nur 3 ETFs, die verschoben ausschütten, ja. Und die würden dann monatlich sozusagen halt Dividende ausschütten, so gesehen. Das geht dann auch bei Aktien. Und du hast es ja auch schon gesagt, das ist eher so unsere Strategie. Also wir haben natürlich schon Monatszahler im Depot, aber das ist nicht der Hauptfokus. Ja, der Hauptfokus ist einfach insgesamt einfach gute Unternehmen im Depot zu haben. Und dann die Dividende ist natürlich sowieso immer irgendwie verteilt im Jahr und vor allem bei US-Unternehmen quartalsweise. Da hast halt alles so ein bisschen abgedeckt. Es ist halt einfach so, dass wenn man jetzt deutsche Unternehmen im Depot hat oder Schweizer Unternehmen, dass man halt, ich sage jetzt mal, zwischen April und Mai plus minus halt die Dividendensaison hat und da Richtig. es einen relativ starken Peak geben kann. Das ist bei mir zum Beispiel der Fall und das ist ja auch nicht weiter schlimm, aber so grundsätzlich schaue ich halt trotzdem auch, dass das verteilt ist. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wieso macht man das? Was kann einer der Vorteile sein, wenn man das macht? Und das ist in meinen Augen etwas, das von viel zu wenigen Leuten auch angesprochen wird, egal jetzt auch auf YouTube, auf Instagram oder sonst irgendwas. Es geht rein auch schon erstmal um die Motivation, ja. Man kann noch so rational an die Sache rangehen, wenn aber man sieht, man investiert, man hat gerade erst begonnen mit dem Investieren, es kommt die erste Dividende, egal wie klein oder wie groß die ist, das ist schon mal ein Motivationsboost, ja. Und dann bleibt man viel eher dran, man ist oder man findet es viel cooler, es macht mehr Spaß, man bleibt mehr dran, man recherchiert auch automatisch mehr. Es ist so ein Feedback Loop, ja, so ein positiver Feedback Loop. Es kommt wieder was rein und merkt, hey, es funktioniert und man möchte immer wieder mehr oder sich mehr mit dem Thema befassen. Und das ist, glaube ich, so ein Vorteil, den viele Leute einfach außer Acht lassen und einfach abstempeln. Ja, das ist doch nur Selbstbetrug und so weiter, aber ein Mensch funktioniert halt so, dass er Eindrücke braucht oder ich sage jetzt mal Stimuli braucht, um dann zu handeln und zu reagieren. Und so, man trickst sich vielleicht halt aus, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den viele dieser ganzen Finanz-YouTuber und Finanzblogger irgendwie unter den Teppich kehren wollen, weil das ja überhaupt nicht rational ist. Und das ist definitiv einer der wichtigsten ja, Punkte, wie ich finde. Aber dann gibt es auch was viel Rationaleres und zwar man kann die Dividende möglichst schnell reinvestieren. Also das heißt, der Zinseszins wartet nicht ein Jahr, sondern genau genommen, du kannst halt jeden Monat Dividende reinvestieren. Ja, vor allem, wenn es dann auch schon gewisse größere Summen sind, die du halt bekommst. Das bedeutet, du gewinnst in dem Sinn 11 Monate vom Zinseszins. Ja, und das ist nicht viel, aber immerhin, wenn man das halt ausrechnet, ist das halt schon ein Betrag. Weil statt dass du einmal im Jahr Dividende bekommst du sie halt 4-mal im Jahr von Unternehmen oder teilweise auch 12-mal im Jahr. Und dann kannst du halt die Dividende sofort wieder reinvestieren und musst nicht ein ganzes Jahr warten und in dem Fall halt ein ganzes Jahr Rendite wegschmeißen sozusagen. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger, wichtiger Punkt, was das angeht. Wir haben noch ein paar Ja. Kommentare. Dividenden sind das Schönste, gebe ich dir recht.
Dividendendienstag. Ja. Da war auch Zwetterfeld, schreibt, gut erklärt. Ich brauche viel Stimuli und Belohnungen. Ja, eben, Ja. also das muss man halt auch so ein bisschen selber herausfinden, was man so, oder wie man selber halt so tickt. Und ich tick auch so ähnlich, dass ich halt auch so ein bisschen Stimuli gerne habe. Also sprich, dass Dividenden reinkommen, ich das dann eintragen kann in Portfolio-Performance. Und da bleibe ich viel mehr am Ball und es macht mir halt auch automatisch mehr Spaß. Und im Umkehrschluss investiere ich auch mehr, gebe mehr Gas, recherchiere mehr und eben so ein positiver Feedback-Loop. Hast du noch ein paar Ja. Ergänzungen noch von deiner Seite auch noch? Absolut, zwei Sachen. Beides zu dem, was du schon angesprochen hast, mit der Motivation am Anfang ist total richtig. Und ich bin da auch ganz ehrlich, ich habe so angefangen, dass die Dividenden meine Motivation sind. Und ich habe auch so angefangen, dass ich darauf geguckt habe, dass ich wirklich regelmäßig eine Dividende bekomme. Also ich habe dann schon geguckt, okay, was kann ich vielleicht kaufen, was nicht im selben Monat ausschüttet, sondern vielleicht so ein bisschen versetzt. Das, um genau dieses Stimuli, ja, diese Motivation zu bekommen. So habe ich angefangen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, es ist inzwischen nicht mehr so. Inzwischen bekomme ich, auch wenn es nur wenig ist, ich kriege ja keine horrenden Ausschüttungen, also Dividendenzahlungen pro Monat. So ist es ja nicht. Aber trotzdem ist es so, dass inzwischen jeden Monat etwas kommt. Und das ist schon dann für mich mehr oder weniger Motivation genug, sodass ich jetzt nicht mehr speziell nach Aktien suche, die Monate abdecken, in denen ich noch nichts bekomme. Verstehst du? Also ich gucke nicht mehr aktiv nach solchen Unternehmen, die, damit ich wirklich so eine monatliche Dividende erreiche, weil ich habe sie ja theoretisch schon. Jetzt habe ich das Ganze so ein bisschen gewandelt, dass ich wirklich noch mehr gucke nach Qualitätsaktien, Value, dass ich da wirklich mein ganzes Leben eigentlich mehr oder weniger investiert sein möchte. Und so weiter. Also das ist so ein Shift, der sich ergeben hat. Am Anfang extrem wichtig, ja, dass der dauerhafter Cashflow, regelmäßiger Cashflow war, ist jetzt, weil eben schon mehr oder weniger erreicht, nicht mehr so wichtig. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch angefangen, letztendlich bei Estate Guru zu investieren. Ja, das war am Anfang für mich auch so eine Hürde. Estate Guru, P2P-Plattform, wo man Kredit, also in Invest Immobilienkredite investiert. Immobilienkredite sind immer so ein bisschen anders. Du kriegst auch alle Vierteljahre oder alle Jahre vielleicht mal was, eine Zinsen ausgezahlt. War am Anfang eine Hürde für mich, war nicht oft genug, aber inzwischen gibt es mehrere Quellen, sodass ich jetzt sage, okay, Estate Guru, auch okay, wenn ich dann mal nur ein Jahr, alle Jahre was bekomme. Ne? Das zu dieser Motivation. Vielleicht noch Das ein zweite, Extrembeispiel, ja. genau zu dem hier, Bondora Go and Grow zahlt täglich Zinsen aus. Ja, also das ist hier nochmal Ja, das ja, Extrem-Extrem-Beispiel. ja, ja, ja. Also wer es wirklich darauf abgesehen hat, Bondora Go and Grow natürlich ein bisschen weniger Rendite, 6,75%, das ist gedeckelt. Aber natürlich kriegt man theoretisch jeden Tag eine kleine, ja, Zahlung tatsächlich, ne? Und das zweite, reinvestieren, die Dividenden, eignet sich natürlich auch super, um in Krisen. Wenn die Kurse sowieso absacken und du bekommst eine Dividende. Du weißt, du bekommst diese Dividende und du weißt, du hast diesen Cashflow und du weißt dann natürlich auch, du bekommst Geld, was du reinvestieren kannst in der Krise, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Manche sitzen dann in der Krise da und denken sich, woher soll ich denn genau dann das Geld haben, um zu investieren? Dividenden könnten so eine Lösung sein, Also theoretisch, ja. bei mir sind das jetzt letztes Jahr über 3000 Franken gewesen. Das ist ordentlich eigentlich schon. Also da kann man schon was damit anfangen oder nachkaufen. Und Ja. vielleicht noch, es ist ganz wichtig und das ist halt auch, du hast es vorhin angesprochen, du schaust jetzt nicht mehr so, dass es verteilt ist über das Jahr hinweg. Aber das passiert fast automatisch, vor allem wenn man sich am US-Markt bewegt, haben man so viele, eigentlich alle Unternehmen, die quartalsweise oder monatlich halt zahlen, dass da dann sowieso das sehr, sag ich mal, verteilt wird über das Jahr, weil die Wahrscheinlichkeit, dass alle Unternehmen in deinem Depot in quartalsweise an denselben Monaten zahlen, ist relativ niedrig, ja. Und das heißt, es passiert schon fast wie automatisch, wenn man zum Beispiel am US-Markt in Einzelaktien investiert. Und das ist halt auch. Ich achte nicht speziell drauf, aber natürlich
sieht es schön aus, wenn halt überall wächst oder wenn es halt, ich sage jetzt mal, nicht irgendwie Monate gibt, wo nichts reinkommt, ja. Das ist dann auch nicht schön. Das ist bei mir jetzt zum Beispiel nicht der Fall, aber zum Beispiel so der Monat Juni, das ist immer der schlechteste Monat, also das Sommerloch auf gut Deutsch. Aber trotzdem kommt da über 100 Franken rein und dieses Jahr sicherlich über 200. Und das ist halt dann eben auch, wenn du schon, sag ich jetzt mal, ein bisschen weiter bist oder ein bisschen mehr investiert hast, ist immer noch motivierend zu sehen, hey, da kommt wirklich ordentlich was dabei rum. Und natürlich Dividendensaison, April, Mai, da kommen über 1000 jetzt zum Beispiel bei mir rein. Das ist natürlich bombastisch, ja. Also, das ist halt aber nicht jeden Monat, sondern das sind auch diese 2 Monate, April, Mai. Und nachher gleicht sich es dann halt schön wieder aus. Wir haben noch ein paar Kommentare. Vom Christian, dem Auswanderlux. Werden Zinsen jeden Tag automatisch reinvestiert bei Bondora? Ja. Also automatischer Zinseszins jeden Tag, darum sage ich ja, das ist das Extrembeispiel. So, was haben wir denn hier? Nur bei Bondora dauert es im Gegenteil zumindest über mehrere Jahre, bis man sein Geld zurückbekommt, wenn man den schon gestoppt hat. Ja, also Bondora normal. Aber wir reden jetzt spezifischer halt auch von Bondora Go and Grow, ja. Ja, Go and Grow hat die Besonderheit, dass man sozusagen, man darf es nicht so nennen, aber letztendlich ist es so ein fondsartiges Investment, weil Mit du hast bei Liquidität. Go and Grow genau mit der Liquidität, du kannst dein investiertes Geld halt jederzeit abheben. Das ist ganz, ja, also es ist nicht normal für P2P-Investments, weil normalerweise hast du eben diese Laufzeit, gebundene Geschichte, ne? Dass so ein Kredit eben über mehrere Jahre läuft. Und Go and Grow ist einfach so eine Sammlung von über 90.000 Krediten, in die man da investiert. Aber es ist jetzt nicht mehr an den einzelnen Kredit gebunden, sondern an alle. Und es ist so ein Topf, in den man da investiert. Und Bondora hält immer so ein bisschen Cash vor, sodass man dann auch die Leute auszahlen kann, die aussteigen wollen. Eigentlich eine ziemlich gute Idee, aber es gibt halt weniger Rendite zum Beispiel als jetzt auch bei Mintos, wenn man noch ganz klassisch investiert. Ne? Wir haben Aber hier ist hier noch kein P2P-Geschichte, sondern lieber. den Obi Wanowitsch. Und zwar in der Krise kann die Dividende aber auch mal gestrichen oder gekürzt werden. Ja, natürlich, Ja. aber es gibt halt viele Qualitätsunternehmen, die das eben nicht machen. Ja, also wir haben Unternehmen, die schon seit 50 Jahren plus die Dividende stetig erhöht haben, jedes Jahr, auch während den Krisen. Und natürlich ist es Historie, man weiß nicht, was in Zukunft ist, aber man kann halt schon so drauf zurückschließen, was da für eine Dividendenpolitik gefahren wird in solchen Unternehmen. Und da wird dann halt genug Reserven auch gebildet oder was auch immer. Also das heißt, eine Dividende ist deutlich, deutlich weniger volatil als der Aktienkurs, wenn es in einer Krise oder wenn eine Krise passiert. Ja, also das ist auch bewiesen, das sieht man auch, dass die Dividende deutlich, deutlich weniger crasht sozusagen als der Aktienkurs vom Unternehmen. Und das muss man halt dann einfach auch bedenken. Aber klar, natürlich gekürzt werden kann die Dividende immer. Besonders nicht volatil sind diese Dividenden, wenn man sich die Amis natürlich anguckt, ne? Da ist das ganz normal. In Deutschland geht es eher mal rauf und runter. Wenn es dem Unternehmen gut geht, dann schütten die viel aus. Wenn es dem Unternehmen schlecht geht, dann wird schnell wieder gekürzt. In Amiland funktioniert das ganz anders. Und auch Dividenden in der Krise habe ich bisher so beobachtet bei den meisten, dass in den Crash-Jahren selbst die meisten Unternehmen auch noch die Dividende halten oder erhöhen und dann erst später, wenn sie merken, oh, das ist wirklich ja, eine ernste Angelegenheit, dass das dann 1, 2 Jahre zeitversetzt kommt zum eigentlichen Crash. Ne? Dass sie 1, 2 Jahre später dann erst die Dividende mal senken, um wieder an, ja, die Geschichte anzupassen, falls es wirklich nötig ist. Der Ja, Fokusfutter also. fragt noch wegen, ja, ich benutze Transferwise als Schweizer, weil sonst ist es zu teuer wegen den Euro-Umtauschgebühren. Wie hoch ist eure Cashquote? Ja, das tut hier nichts zur Sache heute. Wir müssen jetzt wieder zurück zum Thema kommen. Wir haben jetzt relativ viel gute Seiten auch angesprochen. Jetzt müssen wir aber auch mal so ein bisschen die schlechten Seiten ansprechen. Ich tue mir ja immer, oder ich habe ja immer Mühe, so die schlechten Seiten bei den Dividenden zu finden, weil das natürlich auch eine Strategie ist, die ich selber verfolge. Aber speziell bei den monatlichen Dividenden muss ich ehrlich sagen, kommt es auf den Investor drauf an. Ich habe ja vorhin auch, oder wir haben beide vorhin angesprochen, diese Grundmotivation, diese Startmotivation, dass da halt auch was rumkommt. Aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sich genau das Gegenteil denken, ja, weil ihnen ist es dann zu viel Aufwand, wenn sie
jeden Monat 50 Cent Dividende reinbekommen, dann würden sie lieber einmal im Jahr 6 € Dividende bekommen. Für sie wäre das deutlich einfacher, ja, und auch zum Tracken und alles. Das heißt, hier kann man dann zum Beispiel auch sagen, das, was wir als Vorteil gesehen haben, kann auch ein Nachteil sein, je nachdem, Guter Punkt, ja. was für eine Art von Investor du bist. Weil vielleicht bist du ja wirklich einer, der das relativ passiv easy machen will und ist eigentlich voll dabei. Aber wenn dann so viele Zahlungen einkommen, die muss ich dann noch tracken, dass ich die richtige Rendite habe, dann schreckt das nur noch ab. Also das heißt, da muss man so ein bisschen herausfinden, welcher Typ von Investor oder insgesamt welcher Typ von Person man ist, was einem mehr Spaß bereitet oder mehr Vorteile bereitet, wie auch immer. Und das ist definitiv, denke ich mal, so ein zweischneidiges Schwert. Wobei ich denke, dass sehr viele Leute, vor allem wenn sie anfangen, so ein Feedback-Loop sehr gerne haben, glaube ich. Das sind sehr viele Leute. Ich glaube, es könnte sogar fast schon die Mehrheit sein, tatsächlich. Ein weiterer Nachteil, das ist halt insgesamt Dividenden, das haben wir ja schon öfters angesprochen. Dividenden werden natürlich versteuert. Ja, egal ob jetzt monatlich, jährlich oder quartalsweise, die werden halt versteuert. Kurs, also besonders hier in der Schweiz, das ist ja immer das, was bei mir immer wieder angesprochen wird. Ich bin Schweizer, bei mir sind Kursgewinne in dem Sinn steuerfrei. Wieso investiere ich überhaupt in Dividenden? Das ist definitiv ein Nachteil, ja, weil Dividenden besteuert werden und Kursgewinne nicht. Der einfache Grund ist der erste Vorteil, den wir erwähnt haben. Das ist der Hauptgrund, wieso ich trotzdem diese Strategie langfristig fahre und mir dann halt auch sage, ja, Cash ist einfach King oder Cashflow ist King. Ja, das Hast du gleiche noch? Problem haben wir in Deutschland natürlich auch mit den Steuern, wenn nicht sogar noch extremer. Also wir haben hier ganz normal auf Dividenden die Abgeltungssteuer von 25% plus Kirche plus Soli, kommen dann letztendlich auf zwischen 26 und 27% Steuern raus. Bei Kursgewinnen ist es so, die werden dann halt erst versteuert, wenn man auch die Gewinne realisiert, die man gemacht hat. Aber zahlst halt auch nur Steuern, wenn du tatsächlich Gewinne gemacht hast in Deutschland. Wenn du Verluste gemacht hast, Kursverluste, dann zahlst du auch keine Steuern. Ja, wenn du Kursverluste Hast du realisierst. auch noch Nachteile? Ich habe auch Nachteile. Ich bin begeistert von deinen Nachteilen, auf die bin ich gar nicht gekommen. Dass das ja auch ein Ergänzen wir Nachteil sein uns. kann, dass man. Ja, perfekt. Und ich habe mir gedacht, einfach ein Nachteil könnte sein oder ist, dass diese, also wirklich. Unternehmen, die monatliche Ausschüttungen haben, sind, finde ich, nicht die krassesten Unternehmen. Also, ich weiß nicht, ob es tatsächlich diejenigen sind, die ich das ganze Leben lang halten will, also die ich für so gut empfinde oder die ich so gut verstehe. Ja, also klar, es sind natürlich diese REITs sind möglich Business Development Companies. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, diese Business Development Companies. Ich verstehe sie mittlerweile. Du hast es mir schon einige Male erklärt und ich habe auch von anderen Seiten schon Erklärungen jetzt gehört. Aber ich finde, die sind so ähnlich wie mein Investment in P2P-Kredite, nur an der Börse, dass es börsennotiert ist. Und ich finde das schon relativ risikoreich eigentlich, weil du kriegst ja ordentlich Dividende dort bei den Business Development Companies, so im zweistelligen Bereich teilweise. Und das finde ich dann schon fast schon ein bisschen creepy, so dass das wirklich so viel ist. Und über was man sich natürlich im Klaren sein muss, ist, wenn man jetzt in Unternehmen investiert, die monatlich Dividende ausschütten, es sind nicht die krassen Weltunternehmen. Es sind nicht die Unternehmen, die wie Amazon wahrscheinlich durch die Decke schießen, ja, oder krasse Kursgewinne machen oder Apple oder was weiß ich. In sowas wird man dann einfach gar nicht investieren, sondern man wird einfach jedes Jahr seine 10, 11, 12% an Dividenden machen. Und wenn das die Strategie ist, dann ist das auch vollkommen okay. Nur. Klar, man ist natürlich nicht in sowas investiert wie Nestlé, Coca-Cola, ne, diese ganzen verschiedenen. Und schließt eben von vornherein aus, dass man jetzt zum Beispiel auch Kursgewinne macht und einfach, ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht liege ich falsch, aber das ist so meine Sichtweise gerade auf die Dinge. Und ich finde es ein schönes Gimmick, einfach.
allein der Fakt, dass man diese monatlichen Auszahlungen bekommt, dafür würde ich sowas machen. Dafür habe ich auch in so einen REIT investiert, der das macht, EPR Properties zum Beispiel, weil ich auch die Branche cool finde mit der Unterhaltungsindustrie und den Freizeitparks und so weiter. Das finde ich cool. Aber ich würde jetzt halt auch nicht mein ganzes Geld da reinpacken. So, ne? Das ist so der Unterschied und das muss man einfach nur wissen. Es sind nicht die krassen Unternehmen, in die man da investiert, die krassesten Unternehmen der Welt, sondern ja, Die das. krassesten Unternehmen der Welt zahlen halt quartalsweise aus. Oder die meisten, Ja, die, die eine genau. Dividende Genau. ausschütten. Genau. Das ist halt, glaube ich, auch buchhalterisch. Also ich weiß halt nicht genau, wie das im Hintergrund natürlich beim Unternehmen läuft, wie die das machen müssen. Aber grundsätzlich, es gibt halt echt nicht so viele Unternehmen, die monatlich zahlen. Ja, also es ist eine Handvoll im Vergleich zu allen Unternehmen, die es sonst noch so gibt an der Börse. Und das ist halt schon so. Also das ist dann für mich auch nicht so ein Hauptmerkmal. Aber eben diese wenn du drei Quartalszahler hast, die in verschiedenen Monaten zahlen, dann hast du eigentlich das ganze Jahr abgedeckt und dann hast du halt 20, 30 Einzeltitel zum Beispiel im Depot und 20 davon sind US-Unternehmen, dann hast du eigentlich das ganze Jahr auf gut Deutsch abgedeckt mit den ganzen Quartalszahlern halt. Genau. Und das ist dann, denke ich mal, so die Kernmessage, weil das ja auch bei mir und bei dir ja auch so, wir haben viele also US-Unternehmen im Depot und ja, die meisten zahlen halt quartalsweise aus und dann in der Regel über das Jahr verteilt, ja, hat man halt in jedem Monat in dem Sinne Dividende oder mehrere Dividenden, je nachdem, wie viele Unternehmen man halt hat oder was man halt sonst noch so im Depot hat. Dasselbe kann man eben auch mit ETFs machen, ja, wenn man das unbedingt möchte. Es gibt sicherlich irgendwelche Kombinationen, wo man da gescheit machen kann oder wo die ETFs da auch speziell darauf schauen, dass in dem und dem Monat ausgeschüttet wird, was auch immer. Also da wird es sicherlich Möglichkeiten geben. Und ich glaube halt, also in meinen Augen zumindest für die meisten Investoren, vor allem auch für Investoren, die anfangen, machen monatliche Dividenden. Also ich meine jetzt nicht Unternehmen, die monatlich auszahlen, sondern insgesamt einfach, dass man jeden Monat Dividende bekommt, ob das jetzt von Unternehmen ist oder von ETFs oder von was auch immer. Das kann sehr viel dazu beitragen, dass man da langfristig dann auch dran bleibt. Und du hast es auch schon gesagt, man braucht es eher so für den Anfang. Und mit der Zeit wird es dann halt immer also weniger in dem Sinn, ja. Aber es ist dann immer schön anzusehen, okay, zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt diesen Monat im Januar schon 191 Franken Dividende bekommen und bis Ende des Monats wird es etwa 250. Das heißt, ich sehe schon, okay, im Januar gab es jetzt dieses Jahr 250, damit kann ich mir schon das leisten, die Krankenkasse zahlen, dann noch das Handy-Abo zahlen, Netflix, YouTube Premium, noch ein paar Sachen und noch eine Pizza bestellen und das liegt halt alles drin mit der Dividende. Natürlich wird alles reinvestiert, aber einfach nur so dieses Gedankenspiel, das haben wir auch schon oft gemacht, macht halt einfach richtig, wie soll ich sagen, halt Bock drauf, da noch weiter zu investieren und zu sehen, wie das weiter wächst, weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt nur Dividenden im April und Mai hätte, und dann vom Juni bis im März nichts, dann ist es immer so ein bisschen klar, ich kann mir jetzt den Durchschnitt pro Monat ausrechnen, aber ich weiß nicht, das ist dann so ein komisches Gefühl. Ja, das heißt, ich würde dann auf US-Unternehmen dann auch verzichten, ich hätte dann nur europäische, also deutsche Unternehmen oder Schweizer Unternehmen im Depot, die halt in diesen 2 Monaten ausschütten. Und das ist dann so ein bisschen, weiß ich nicht so recht. Man ist es ja auch gewohnt, als Arbeitnehmer letztendlich Genau. monatlichen Gehalt zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch so die Analogie, die man dann so ein bisschen auf die Börse widerspiegelt oder überträgt, dass man natürlich auch da irgendwie gerne monatlich irgendwas sehen würde oder dass es einen freut, wenn man da monatlich was sieht. Ich denke, daher kommt das, weil wenn man jetzt wirklich nur einmal im Jahr innerhalb eines Monats alles ausgezahlt bekommt und dann sich vorstellen muss, okay, davon lebe ich jetzt das ganze Jahr, das muss ich jetzt auch das ganze Jahr mir verteilen sozusagen, ist ein bisschen schwieriger, sich das vorzustellen, obwohl es natürlich auch geht. Manche machen das bestimmt. So, die wissen, okay, im Juli kriege ich meine 40.000 Euro Dividende, wenn es gut läuft, dann habe ich netto 2.500 pro Monat circa raus. Und davon lebe ich jetzt ein Jahr. Und davon lebe ich jetzt ein Jahr. Ja, dann brauche ich nicht mehr. Aber das sind halt, ja, das sind halt Summen, da sind wir wahrscheinlich, da sind wir noch ein bisschen entfernt. Du Ja, nicht mehr ganz so weit, ich bin da noch ein bisschen weiter das dauert entfernt. noch. Nee, das Ja, dauert noch. aber wir arbeiten dran. Ja, Und die ganze ja. Community arbeitet dran. Ja. Hier haben wir noch die Frage von Samantha. Was haltet ihr von Aktien ohne Dividenden im Portfolio? Also wie viel soll der Prozentanteil sein? Du hast ja, glaube ich, noch keine, oder?
Also Ich habe auch Aktie ohne welche, Dividenden. ich habe im ETF, ich bin Ah. über den Vanguard FTSE All World bin ich auch in solche Unternehmen investiert, aber ich habe jetzt noch kein Unternehmen im Portfolio, kein einzelnes, keine einzelne Aktie, die keine Dividende zahlt. Mein Gott, ich bin da nicht mehr so streng, wie gesagt, wie früher. Schön ist es natürlich, ich schiele drauf. Ich mag sehr Dividenden, ist ja klar. Sonst würde ich keinen Dividendendienstag machen. Aber ja, von mir aus, wenn sich's ergibt und ich ein Unternehmen cool finde, was keine Dividenden zahlt und ich will von Anfang an dabei sein, ich schließe es nicht mehr aus, ja. Aber zurzeit ist es noch nicht vorgekommen. Also ich habe ja nur ein Unternehmen, das gar keine auszahlen, das ist Alphabet. Aber so, ich könnte in dieselbe Kategorie halt die Unternehmen mit reinnehmen wie Nvidia oder so oder halt Activision Blizzard, die halt so eine kleine Dividende ausschütten, das macht den Braten nicht weiß. Und ich habe mir da so den Split so 30-70 gemacht. So, je nachdem, wie die Aktienkurse stehen, wie ich nachkaufe. Manchmal ist dann auch 25-75. Und natürlich der Großteil halt Unternehmen, die Dividende ausschütten. Und der kleinere Anteil halt eben Wachstumsunternehmen, eben wie Alphabet, Activision Blizzard, Nvidia. Und aber Alphabet ist das einzige Unternehmen, das wirklich gar keine Dividende ausschüttet. Ich finde, so ein Mix ist okay. Man kann auch einen 20-80-Split machen oder umgekehrt, wenn man auf Wachstumsaktien setzt, aber das ist dann wieder strategiebedingt. Aber ich denke, so eine ganz sture Dividendenstrategie, fände ich dann, da fehlt dann so ein bisschen auch das Aggressive dabei oder auch da würden ein paar Unternehmen fehlen, die ich dann doch noch gerne im Depot hätte und darum sehe ich das nicht so eng. Da kann man dann halt so, du kannst dann auch 10-90 machen oder wie man das halt auch immer machen möchte, aber ich glaube, so eine Beimischung macht durchaus Sinn. Ob das über ETFs dann läuft oder über Einzelaktien, muss man halt immer selber schauen, aber ich würde das jeweils offen lassen und nicht stur nur Wachstum oder stur nur Dividendenstrategie verfolgen, langfristig gesehen halt. Ja, gibt verschiedene Sichtweisen, wie man das natürlich machen Genau. kann, wie schon angedeutet, mehr Genau. oder weniger. Wenn man jetzt natürlich vollkommen drauf aus ist, dann macht man das so. Ist natürlich ganz klar, dass in der Aktienwelt, in der Börsenwelt es nicht nur auf Dividenden ankommt, sondern Genau. letztendlich auch auf, ja, Kursgewinne. Was sind Kursgewinne, um es einfach mal so ein bisschen unternehmerisch zu beleuchten, wenn es dem Unternehmen gut geht und es expandiert und es größer wird, ja, und sich gut entwickelt, dann wird es mehr wert und dadurch steigt dann letztendlich zwangsläufig halt auch der Aktienkurs, weil das Unternehmen mehr wert wird. Also das ist so ein bisschen dieses unternehmerische Risiko, was man dann eingeht, und was sich dann durch den Kursgewinn eben Genau. auszahlt. Und natürlich auch über die Dividende. Also die Dividende ist so das Unternehmergehalt, würde ich, ja, Ja. so würde ich es so einfach bezeichnen. Und der Rest, der Kursgewinn, das ist so wirklich das unternehmerische Risiko. Ich partizipiere einfach nur daran, wenn sich das Unternehmen gut weiterentwickelt, dann kriege ich was. Und wenn es den Bach runtergeht, dann, ja, lost halt auch der Kurs und dann verliere ich halt auch wieder Kapital, aber durch diese Dividende, habe ich eben noch dieses Unternehmergehalt, was mich eben auch als Unternehmer theoretisch über Wasser hält, weil ich brauche ja Geld monatlich als Unternehmer. Ich kann nicht nur von Kursgewinn leben, letztendlich, wenn man es so betrachtet. Wobei halt Weiß ich nicht, ob man das versteht, was ich sagen will. viel bei den Kursgewinnen ist ja dann halt auch teilweise ja, Zukunftsmusik, ja. Also darum hast du dann halt auch Klar, wirklich klar. sehr, ich sage jetzt mal, Kursbewegungen wie bei Tesla oder so jetzt in den letzten paar Wochen, wo das Ding einfach durch die Decke geht, aber das Unternehmen jetzt in diesen 2, 3 Wochen nicht wirklich wertvoller geworden ist, ja. Also das heißt, da muss Klar. man dann halt eben aufpassen, dass es dann nicht in Richtung krasse Spekulationen geht, ja. Also das heißt, da hat man dann verschiedene Möglichkeiten, aber das sieht man halt relativ schnell, wenn man auch mal den Chart anschaut, wie er sich bewegt. Da hat es dann verschiedene Kennzahlen, KGV und so weiter, aber das sollten ja die meisten hier bereits kennen. Der Dividenden-Nerd schreibt noch, Kursgewinne sind ein Abfallprodukt einer gut gemanagten Firma. Ja. Coole Ja, gut, so Dings, kann man es Erklärung, auch bezeichnen, ja. ja. Ja, das finde ich eine coole Erklärung. Ja, wie gesagt, ich finde, es ist beides, beides. Also, du hast einfach das unternehmerische Risiko,
wenn deine Firma mehr wert wird, dann spiegelt sich das in den Kursgewinnen wieder. Und wenn du dir dann auch mal ein bisschen mehr Unternehmergehalt gönnst, dann steigt im übertragenen Sinne die Dividende. Jetzt so als Schlussfazit, ich glaube, wir können ja sagen, wir sind definitiv dafür, dass man monatlich Dividende bekommt, halt durch verschiedene Unternehmen oder ETFs oder Investments, ja, also das heißt, dass man so sein Einkommen statt in den ein, zwei Monaten erhält pro Jahr, halt über das ganze Jahr verteilt erhält. Meistens passiert das ja fast automatisch, vor allem wenn man am US-Markt aktiv ist, US-Aktien besitzt, hat man sowieso Quartalszahler und sobald man, sei jetzt mal, 3, 4, 5, 6 Quartalszahler hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man jährlich einfach jeden Monat Dividende bekommt und das ist definitiv etwas, das, glaube ich, indirekt bei vielen sowieso schon der Fall ist, wenn sie in Einzelaktien investieren. Und dass es da halt so ein bisschen vielleicht noch so drum geht, dann längerfristig auch zu denken. Das ist mir jetzt noch in den Sinn gekommen, wie möchte man halt davon leben? Ja, du hast ja als Beispiel gesagt gehabt, einmal im Jahr Gehalt bekommen oder halt verteilt über die Monate. Ja, und wenn du dann irgendwann von den Dividenden leben willst, musst du dir auch überlegen, willst du einmal im Jahr Dividende bekommen, also Gehalt oder über das Jahr verteilt. Das heißt, da muss man halt so ein bisschen dann auch langfristig, denke ich mal, schauen. Nachteile haben wir auch angeschaut, aber in meinen Augen, die Nachteile sind halt völlig normal, Dividende insgesamt einfach. Und da muss man halt einfach schauen, was einem dann so mehr gefällt, glaube ich. Also schlussendlich ist es, glaube ich, Präferenzsache. Was meinst du? Absolut. Präferenzsache ist das Schlagwort für das, was ich auch gerade sagen wollte, mehr oder weniger. Du hast gesagt, wir finden monatliche Dividende gut. Ja, darauf haben wir uns geeinigt. Wir finden es schön, wenn monatlich was aufs Konto kommt. Aber wenn ich das objektiv betrachte, muss ich auch sehen, es ist ein Gimmick. Und es kommt wirklich darauf an, was einem besser gefällt. Und Genau. wenn man mit einer Zahlung im Jahr vollkommen zufrieden ist und das ausreicht, dann soll man das so machen. Und monatliche Dividende ist ein Gimmick, muss aber nicht unbedingt sein. So, ne? Musst du halt eben aufpassen. Was ist, wenn du davon lebst? Ja, also ich würde dann nicht mehr sagen, dass da noch ein Gimmick ist, wenn dann irgendjemand dann sich sagt, ja, 40.000 einmal im Jahr Gehalt sozusagen und nachher dann 12 Monate ist nichts los. Dann weiß ich nicht. Vielleicht gibt es Leute, die dann sagen, dass ich brauche unbedingt diese Dividenden verteilt, weil sonst läuft das nicht, weil sonst habe ich am Ende vom Jahr dann nur noch, dann muss ich ein paar Aktien verkaufen oder so. Also das ist so ein bisschen, da muss man schon so drauf schauen, ja. Also ich Ich finde, glaube, das als ist. Finanzmensch müsste man in der Lage sein, auch diese 40.000 übers Jahr zu managen. Ja, Müsste man theoretisch. vielleicht aber auch nicht. Also ich bin ja ganz ehrlich, ich könnte mir ja auch am Anfang des Jahres mein ganzes Gehalt auszahlen, was ich mir auszahlen möchte für dieses Jahr als Unternehmer, aber ich zahle mir trotzdem monatlichen Gehalt aus. Also das heißt, da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen nochmal differenzieren, Ja, aber das Problem ist schlussendlich halt, wenn du wirklich Präferenz. 40.000 in einem Monat bekommst, was machst du mit dem ganzen anderen Rest? Hast du es auf dem Tagesgeldkonto liegen, wo es theoretisch weniger wert wird, oder willst du, dass es investiert bleibt? Und das ist Genau. natürlich auch so eine schöne so ein schönes Ja. Pro-Argument Genau, für ja. Dividendenaktien natürlich wieder, weil du dich dann nicht drum zu kümmern brauchst Genau. und das Geld trotzdem investiert ist und für dich arbeitet. Ja, Also ich it's true. glaube, schlussendlich kann man wirklich sagen, es ist Präferenz, aber ich glaube, je größer die Beträge werden, umso weniger wird es Präferenz wahrscheinlich bei den meisten, weil man dann doch wenigstens quartalsweise oder halt monatlich das Gehalt beziehen möchte. Ja. Hast du jetzt noch was zu diesem Thema? Weil sonst können wir noch mal den Schwenk machen zum nächsten Dividendendienstag. Okay. Heute ist, glaube ich, sogar der erfolgreichste Dividendendienstag gewesen. War mal kurzzeitig 45 Leute dabei. Ich weiß nicht, ob du auch drauf geschaut hast, aber 45 Leute. Ja, Und mir ist nächstes aufgefallen. Mal werden wir das Ganze, wenn alles klappt, ich habe jetzt hier auch den iMac, das Ganze auf YouTube gleichzeitig machen. Das heißt, keine Sorge, es wird auch noch auf Instagram hier sein. Wir werden einfach das parallel laufen lassen. Wir werden noch Ihr so werdet uns dann einfach nur so sehen.
Hallo zusammen, willkommen zum Dividendenwitz. Wir werden das auf jeden Fall noch testen, also bevor wir dann den wirklichen Dividendienstag so machen. Aber das ist so der Plan, dass der nächste Dividendienstag gleichzeitig auf Instagram und auch auf YouTube läuft. Und auf YouTube, das kann ich euch jetzt schon sagen, können wir dann auch Dinge einblenden, Diagramme, Portfolio-Performance, auch irgendwas im Browser suchen. Oder wenn wir Aktien uns anschauen, kann man auch den Aktienfinder hervornehmen oder irgendwelche Kurse anschauen, Kennzahlen. Das heißt hier, also auf YouTube werden wir dann auch viel, viel mehr zeigen können, weil hier ist das ja, hier sieht man einfach unsere Gesichter, über was wir halt reden. Und das heißt, die Qualität wird hoffentlich nochmal um einiges besser. Genau, wir sind zwar auch schön, aber die Leute Genau. sehen wahrscheinlich auch ganz Ja. gerne ein paar Grafiken und Diagramme, ja. Genau. Ich glaube, ich habe nichts mehr vergessen. Es wird auf jeden Fall noch angekündigt werden, also keine Sorge, ihr werdet dann wissen, wo es läuft. Auf Instagram wird es so oder so noch weiterlaufen, da keine Sorge. Aber einfach wegen YouTube werden wir dann definitiv noch schauen diese Woche. So, Ganz jetzt genau. von dir noch letzte Worte, Johannes, für heute. Letzte Worte. Schöner Dividendendienstag, das letzte Mal nur auf Instagram. Ich bin gespannt, wie es nächstes Mal läuft. Wir testen es aus bei YouTube, entweder morgen oder in den nächsten Tagen. Ihr checkt es einfach aus. Ja, folgt Thomas YouTube-Kanal, dann findet ihr auch heraus, wann dann der nächste, oder ja, ihr werdet dann einfach benachrichtigt, wenn er online geht am Dienstag. Ja, Und dann würde ich 18 sagen, Uhr, ja, Dienstag 18 Uhr. 18. Ja, natürlich, aber man kriegt dann eine Message direkt aufs Handy, natürlich nochmal eine Push-Nachricht wahrscheinlich, wenn man das angeklickt hat. Definitiv. Der Thomas, der ist jetzt live. Ja, definitiv. So, wenn ihr jetzt auf YouTube noch schaut, den Stream nachträglich gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch vielleicht reinschreiben, was so euer Pro-Kontra zum Thema monatliche Dividende ist, ob ihr für monatliche Dividenden seid oder gegen monatliche Dividenden. Es würde uns natürlich sehr interessieren als Dividendeninvestoren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Dividendienstag. Bis dahin, tschüss, Johannes. Tschüss, Thomas.